Ich lasse mich die Ragnar hinterher von der Mauer herab. Gehe mich ein wenig um, ob es eine mal Ecke gibt. Wollt ihr wieder hier runterklettern oder im Innenhof irgendwo? Oder? Wie hättet ihr das anderen Seite ihr könnt, herab ihr könnt, gibt ihr, es... Ihr könnt auch hier wieder rübergehen. Ich habe den Innenhof jetzt komplett mal freigegeben. Wo sind denn überall Türen, rein, um reinzugehen? Okay, ich frage erstmal, gibt es ja einen Wehrgang? Weil noch stehen wir ja irgendwie auf der Mauer. Es gibt auch einen Wehrgang, ja. Und zwar hier, das ist ein ziemlich großer Bergfried hier, der dann weiter nach oben ragt. Hier gibt es noch eine Tür. Den Pfeil seht ihr, ne? Ja, den Pfeil sehen wir. Das heißt, ihr könntet dann, wenn ihr hier hochgeklettert seid und dann hier in diesen Gang rein spät oder in diesen Innenhof, könnt ihr hier rüber gehen und hier gibt es dann so eine Tür, die dann in so ein, ja, so eine Drehtür und da könntet ihr dann runter gehen. Hier aber natürlich auch so eine Wendeltür. Guter Plan. Also es gibt, nur nochmal zur Klarstellung, es gibt keinen irgendwie einen Gang, der hier direkt an der Mauer langläuft, wo man draufsteht und über die Zinnen schauen kann. Es gibt, also das ist ein flaches Dach an dieser Stelle und nur dieser trutzige Wehrturm, der hier nach oben ragt. Wirklich mit Angreifern rechnet man hier nicht. Du kannst zwar sehen, wie die Zanz immer noch draußen noch angekettet sind und in die Dunkelheit stieren, aber ja, wer ist schon so verrückt und greift offen ein in den Sanktum von Belhalla an? Also so dumm ist nicht mal ein Maraskar. Verzweifelten und die Rondra gefälligen. Und Ragnar. Und Ragnar. Also, wenn ich hier so einen Überblick über diese Burg habe, sieht sie aus, wie ist sie nach handelsüblichen Maßstäben des Burgenbaus konstruiert worden oder ist das irgendwie komplett dämonisches Machwerk, wo man links nicht von rechts unterscheiden kann? Sie scheint wohl von Menschen erbaut zu sein. Sie ist also nicht unbedingt chaotisch, sondern sie folgt einer inneren Logik. Dann lasse ich mal meinen burgenkundigen Blick hier rüber wandern. Schauen wir mal, ob es irgendetwas gibt, das, ja, das prächtiger aussieht, das vielleicht auch einfach nur stärker bewacht aussieht, wo man vermuten würde, dass die Herren nächtigen, wohnen, sich aufhalten. Kann ich Baukunst mit Sagen und Legenden ableiten? Mit Geschichte ist ein Erschwert um 10. Alles klar. Kann ich Kulturkunde Toprien dafür ersetzen? Gibt ja eine Erleichterung von 2. Nein. Also Baukunst ist nicht erschwert, oder? Dann. Ich hab mal Staatskunst. Staatskunst hilft dir da nicht. Staatskunst hilft nicht. 10 und mit topischen Kunden dann Schwert um 8. Oh, Kriegskunst? Kriegskunst auch Schwert um 10. Und 2 erleichtern Kultur. Ja, genau. Darf ich da auch noch drauf würfeln? Ja. Wer ist der geilste Typ im Block? Ja, dann ist der geilste. Okay, der zweitgeilste Typ im Block. Nee, doch, so. Du hast nicht geschafft. Also, er hat es nicht geschafft. Also, du könntest darauf schließen, dadurch, dass die Burg sehr symmetrisch angelegt ist, könnte entweder hier ein Speisesaal sein oder hier. Und auf der anderen Seite gäbe es dann die Unterkünfte für die Bewohner. Du kannst sehen, dass es hier wohl mit der Wache einen Tempel gibt. Das ist auf alle Fälle für dich ersichtlich. Da prangt ein riesiges Zeichen von Belhalhar drauf. Die zwei Streitäxte, die Blut tropfen. Doch so ein Burgherrenplatz? Das ist dieser... Also Schlafplatz, meine ich. Zumindest also, nicht ersichtlich. Es gibt jetzt hier kein, ich glaube, Palas heißt das, ne? Bei einer normalen Burg. Das ist meistens dann dieses Gebäude, wo der Burgherr wohnt, ja? Genau, bei einer normalen toprischen Burg, wo du dann Burgmauern hast und alles, da hast du dann noch diesen Palas und ist alles eingezäunt und von daraus kannst du dann in den Bergfried und alles, aber das gibt's hier nicht, ne? Okay. Also, Ragnar, seht ihr da drüben? Hm? Dort könnte ein, ich zeige auf der Karte mal drauf, dort könnte ein Speisesaal, vielleicht auch ein Gemach sein. Und dort ist es offensichtlich das Unheiligtum. Wenn ich wetten müsste, würde ich denken, dass sich das Schlafgemach von Belharion Manning nah am Tempel befindet. Das würde ich auch sagen. Oder hier im Bergfried. Wir weil ich das eher bezweifle. Wir sollten uns wieder an der Mauer herablassen. Von der anderen Seite heraufklettern. Denn ich will nicht hier doch rübergehen. Ich will nicht über diesen Burghof. Weil wir können auf dem Dach hier lang gehen? Also ich habe das ist hier ist ja auch irgendwo eine Tür. Genau, das ist ein Innenhof, das habe ich eben schon mal freigegeben. Das heißt, ihr könntet dann über dem Innenhof, wo man dann von links und rechts könnte man dann
Aber das ist natürlich alles dann überdacht. Da könntet ihr dann rübergehen. Okay, mir wird Hier jetzt war auch erst irgendwo klar, eine dass hier Tür, alles oder? überdacht ist. Hier war auch irgendwo eine Tür, oder? Hattest du vorhin gesagt. Da. Wendeltreppe. Gut. Gehen wir hier Dann gehen wir da rüber. runter. Halten uns aus dem Blick dieser Abscheulichkeit. Oder ist das hier auch eine Wendeltreppe? Würde ich Wo ist sagen, dann jetzt gehen das wir genau? dahin. Das denke ich auch, ja. Dass wir diesen Dann Turm das. herabnehmen. Hier, oh, da kann ich nicht durchgehen. Dass wir dann hier so, also hier lang und dann darüber. Ja, das ist der. Ich ziehe mich schon mal hin. Das ist der Plan. Also wir marschieren hier rüber. Wir schleichen hier rüber, wir marschieren auch nicht. Schleichen. Natürlich, wir marschieren nicht. Halten uns in den Genau, Schatten so und vor laufen wir. allem außer Sichtweite des Schrumpfs einfach schon, um meine und noch viel mehr Ragnars Nerven ein wenig bei Ruhe zu halten. Ich vermeide es, ein Gebet an Freiheit zu sprechen. Ich habe Angst, das könnte den Dämon irgendwie auf uns aufmerksam machen. Ja, würfel mal bitte eine Sinnenschärfeprobe, bitte. Sie ist erschwert um 5. Habe ich nur drei? Wow, echt? Ihr beide oder Das Einzige, nur was ich ihr nicht gut beide? kann. Ja, ihr beide. Ja, ist trotzdem. Oh, ich hab's nicht geschafft. Ich höre es auch nicht. Oh doch, warte, mit einem Punkt. Oder? Ja, mit einem Punkt habe ich Genau, es ja. geschafft. Hast echt gut gewürfelt, ne? Aber die Klugheit tötet dich halt. Ja, das Kreischen des Schrufs dringt weiter in deine Ohren. Ohrenbetäubend. Unablässig und das macht dich verrückt. Du kannst spüren, wie Wut in dir aufsteigt. Und während die hier gerade über diesen Platz hinübergeht und er ein weiteres Mal kreischt, hast du gerade deine Rüstung angezogen? Muss ich wohl, ich werde sie nicht mehr rumtragen können. Gut für dich. Hast du wieder die Rüstung angelegt? Du bekommst keine neuen SP, weil die hast du schon bekommen. Die Wunden sind also immer noch offen. Das passt perfekt zwischen die Knochen, in die Waden, es frisst Fett in das. In das Muskelfleisch. Und während du gerade hier rübergegangen bist, spürst du den inneren Drang, ein Zorn und es ist leider nur Ragnar da in der Nähe. Ragnar, jetzt geht doch nicht so ungeschickt. Passt auf, da ist der Stein locker. Vorwärts, sonst hau ich euch. Ein wenig ruhiger. Schneller. Und man würde dann schneller schleichen. Wie kann er es wagen, dir Befehle zu geben? Nicht wie du. Ich habe meine Sinnschärfe ja geschafft. Selbstbeherrschung. Nicht Sinnschärfe. Ich oder beide? Ach so, Sinnschärfe habt ihr ge... Nein, Selbstbeherrschung. Entschuldigung, was habe ich eben gesagt? Du hast Sinnenschärfe gesagt. Oh, Selbstbeherrschung bin ich Selbstbeherrschung. gewollt. Entschuldigung, nein, Selbstbeherrschung. Egal. Es geht um Dann. Selbstbeherrschung, denn ihr werdet aggressiv durch dieses Schreien des Schrufs. Entschuldigung. Ja, ne, jetzt rastet Ragnar gleich Ja, dann auf. ist Ragnar derjenige, der jetzt ausrastet. Es sei denn, du willst einen Schicksalspunkt ausgeben. Sonst Oh, das springst nochmal du neu zu Jarlan an. würfeln. Glück bist du Ich glaube, kein das, ich glaub, Teufel, den sonst Schicksalspunkt wärst du habe ich jetzt diese am Session Arsch. schon eingesetzt, oder? Oder war Nee, das du hast Jarlan? Glück benutzt. Also erstens, ich habe meinen Schicksalspunkt Okay, eingesetzt, ja. nicht du. Zweitens, Dann du hast würfel ich doch nochmal mehr neu. als einmal Glück. Oder? Ja, Du nee, ich hatte hast nur einmal drei Glück. gewürfelt, drei B3. Also du hast nur einmal Glück Selbstbeherrschungsprobe gehabt und das geschafft. hast du ausgehalten. Okay, gut. Genau. Kannst du dich gerade zusammenreißen? Du siehst, wie ein roter Film vor dir abspult. Du siehst noch einmal in die Fratze von Yarlan. Und ja, jetzt im Belalar-Tempel muss man sich zusammenreißen. Es ist keine gute Idee, wenn man seinen Wächter anspringt, der dich dann erschlägt oder so etwas. Könnt Ja, ihr. man würde mal so kleine Stücke von seinem Stoff da rausreißen und sich Jarlan geben, Stoff das in die Ohren. Ich glaube, dieser Schrei macht uns langsam wahnsinnig. Aber dann kann ich mich nicht mehr hören. Du kannst nur dumpfer hören. Außerdem, wir können uns hierüber verständigen und ich zeig dir mal auf Attack irgendwas. Stimmt. Ich antworte irgendwas wie verstanden, oder ja. Daumen hoch, genau. Lutsche dieses Stückchen Stoff ein bisschen an und stopf's mir in die Ohren. Ja, Ragnar macht dasselbe mit seinen Ohren. Dann steht ihr an der Wendeltreppe, könnt ihr einfach aufstoßen, die rechnet niemand mit einem Angriff und steht in der Wendeltreppe. Es geht nur nach unten hier an dieser Stelle und wenn ihr die Wendeltreppe nach unten geht, könnt ihr einen. Vorher noch mal kurz den Stoff rausnehmen und da nach unten hören, ob ich da irgendwas höre. Außer Keine Schreien vom Geräusche. Schruf. Keine Geräusche. Stopfe ich mir das wieder rein. Ein langer Gang. Das muss wohl zu einer, ja, entweihten Kapelle führen. Zumindest könnt ihr die Altäre hier sehen, einige Figürchen, die hier links und rechts aufgebaut sind, einige, ja, Bänke, die hier auf der hier linken Seite angebracht sind. Eine Tür, die hier, ja, in die verschiedenen anderen Gemächer
Kammern der Burg führt. Und ganz hinten auf der anderen Seite eine weitere Tür. Weise ihn auf Attac an, er soll vorsichtig vorgehen und ein Ohr an den Türen haben, zu lauschen, ob sich dahinter Bewegung, Leben, vielleicht auch Dämonen auswendig machen lassen. Ja, falls es möglich ist, würde ich auch durchs Schlüsselloch gucken. Ich würde da halt erstmal versuchen, durchs Schlüsselloch zu gucken. Wenn ein Schlüssel drin steckt, wird das schwierig. Ansonsten würde ich da mein Ohr an die Tür lehnen, den Stoff rausnehmen. Ja, erste Tür, keine Geräusche, alles ist totenstill. Ja, ich würde ihm dann halt auf Attac weisen, Totenstille. Dann kommt weiter. Nächste Tür. Totenstille. Ja, Anweisung, Totenstille. Und wieder. Da unten war auch noch eine Tür, oder? Ja, da ist auch noch eine weitere Tür. Aber hier ist keine mehr. Okay. Eins, zwei. Okay. Hier ist noch eine Tür zu einem Wendelturm. Und hier die Nummer drei. Zum Verständnis, es gibt nur eine Etage hier, ja? Ja, richtig. Nicht, dass er irgendwie über der Kapelle wohnt und wir hier gleich in den falschen Saal stolpern. Das wäre natürlich blöd. Okay. Letzte Tür. Horcht, Ragnar. Horcht. Was hören wir hier? Torwaller Ohren. Totenstille. Ja, Totenstille. Wieder Signal. Zurück. Ragnar an die Seite geht, tritt Jalan voran. Achso, da. Nur ein paar Schritte, ja. Trennt Jalan voran. Richtet sich nochmal auf. Schultern breit, Rücken gerade. Ich zeige dir. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass er jetzt die Tür eintritt und schreit: Ronra, Motherfucker. Und öffnet die Tür, als würde ihm der Laden gehören. Also, würde ihm der Laden gehören? Gut. Also, nein, ich möchte sie nicht aufdrehen. Ich möchte einfach nur die Türklinke drücken und sie. Ja, das ist schon. Nicht auffällig, klar. Aber ich möchte nicht da reinkommen und aussehen, als wäre ich gerade hereingeschlichen. Ja, ein Getreidelager. Du kannst auf der rechten Seite sehen, wie hier wohl. Oh, Weizen. Gutes altes Weizen. Du hast jetzt in den letzten. Ja, am letzten Tag hast du nur Reis gesehen, aber hier muss es wohl nach. Es riecht so gut nach Getreide. Du sehnst dich nach dem Bier aus der normalen Taverne, aber sie haben es hier. Der ganze Lagerraum ist gefüllt. Du kannst auch die kleine Holztreppe nach oben gucken. Da ist wohl ein Holzzwischenboden eingezimmert worden. Du kannst sehen, wie hier Schinken von den Decken hängen. Wir haben normales Essen hier. Ja, dann guckt er sehr sehnsüchtig hin. Meinst du da nicht zufälligerweise dabei? Wie bitte? Mein Zunder, womit man Feuer machen kann. Wenn du das möchtest, würde ich noch zulassen, weil das ist ja nicht so sehr viel. Sehr gut, dann haben wir auf jeden Fall einen Plan B, falls alles schief geht. Ja, er schüttelt dann den Kopf. Könnte ich tun, ja, aber dann würde der Alarm ja ausgelöst werden, bevor wir überhaupt einen Alarm geschlagen haben. Wäre nicht so gut. Obwohl, wenn ich jetzt anfange zu zündeln, kann ich mir vorstellen, wie lange wir dann noch Zeit haben, bis das Feuer richtig ausbricht. Das kommt drauf an, wie du das Feuer legst. Also, du hast jetzt keine Lunte dabei. Vielleicht mit dem restlichen Kletterseil sowas wie eine kleine Lunte bauen, dass man da dann irgendwie. So eine Lunte aus Weizenkörnern. Ja, du wirst auf alle Fälle so ein Ölfass wirst du ja finden. Also, wenn du das eins der Kletterseile. Ja, Öl würde ja ziemlich schnell brennen. Das wäre. Also, achso, du meinst, dass ich das auf Seil. Genau, das 30 Schritt lange Seil, das habt ihr dann zwar morgen nicht, aber. Hey, wenn du das willst, dann tauchst du das einmal in Öl und dann legst du halt eine lange Lunte, kannst du dann irgendwie schlangenförmig legen, Hauptsache, dass es sich nicht kreuzt und dann... Also ich bin kein Zündelexperte, wie lange würde das dann dauern, bis das anfängt zu brennen? Ja, die Antwort ist, du bist kein Zündelexperte. also ich bin OT, kein Zündelexperte, ich bin IT natürlich. Müsste man halt ausprobieren, also dass man dann erstmal so ein kleines Seil abschneidet, so ein Meter ja, oder so. Ja, das würde ich machen. Also ich würde dann tatsächlich hier reinschleichen, würde natürlich erstmal hier mein Ohr ranhalten. Oh, warte. So hier, da kann man da durchgucken. Richtig, vor allem geht Jalan erstmal voran. Wenn da eine Tür ist, guckt er dann nur kurz drauf. Wenn da ein Ausgang ist, stellt er sich natürlich mit der Schulter an die Wand und lugt einmal rum. Und eine Tür aus Holz, also hier hat man nichts zu befürchten, keine Metalltür oder so, einfach eine ganz normale Holztür und durch das, ihr hört ja auch wieder das Schreien des Schrumpfs. Und verkennbar, das muss die Tür zum Innenhof sein. Alles klar, die Tür gibt zu. Wir tragen dann das Weitersignal. Gibt alles natürlich klar. Auch hier noch die Möglichkeit, das Ganze zu verriegeln von innen. Wenn ihr möchtet.
Schieben wir vor, oder? Ja, würde ich sagen. Aber leise. Wenn natürlich der leise. Gerostet ist oder so, wird es angelassen. Ihr wollt das verriegeln? Ja. Moment, das wollen wir nicht in Schwarz, das machen wir so. Aber die Holztür werden die wahrscheinlich einfach auftreten können, nehme ich an. Möglich, aber falls wir fliehen. Falls wir fliehen müssen, würde jede Sekunde wichtig sein. Das ist richtig. Auf der anderen Seite könnt ihr Stimmen hören, da ist tatsächlich jemand. Sind Schärfeprobe hören. Sie ist erschwert durch die Holztür, die schwere Holztür, erschwert um 8. Ja, Ragnar. Ja, Ragnar schafft auch nicht. Ich würfel da das gar nicht. Komm mir wenigstens diese Stimme bekannt vor, dass sie schon mal gehört haben, weil Belharion Manning haben wir ja schon mal sprechen hören. Unverkennbar. Das ist die Stimme von Belharion Manning, aber du verstehst nicht, was sie sagt. Er antwortet kurz auf irgendwas, was vorhin jemand anderes gefragt hat, dann ist es wieder still. Würde ich auf Attack sagen, das ist er. Auf Attack zurück, wie viele? 2. Frage, mindestens oder 2? Mindestens. Du kannst Schritte hören, sie kommt näher. Signal, zurück. Dann hier die Holztreppe hoch. Achso, da hoch. Ja, nee, ich bin hier schon hingelaufen. Würde mich weiter hier lang schleichend bewegen. Ja, Jalan oben auf dem Zwischenboden, Holzboden, plötzlich ist Ragnar weg. Scheiße. Ich brauch dich hier, scheiße. Und dann geht's dir wieder auf. Du bist doch eigentlich in Rüstung, du bist doch eigentlich in Verkleidung. Aber bevor du noch etwas machen möchtest, geht die Tür auf und du kannst sehen, wie Belharions durch die Tür tritt. Ja, was möchtest du tun? Entweder eine sich verstecken Probe oder jetzt, ja, mit ihm interagieren. Sekunde, habe ich sich verstecken. Auf 0. 3, 2, ich gehe mit die Treppe herunter, gepoltert. Hey, ihr da! Oh, verzeiht! Du siehst, wie sein Kopf, ja, fast kahlköpfig, die wenigen roten Haare, die noch verblieben sind, seine Hand, bluttriefend, ist wohl verbunden, schaut dich an, aus feuerroten Augen. Was? Rote Etikette im Wurf, ist es opportun, sich vor ihm hinzuknien. Nicht geschafft. Er ist ein Ordenshochmeister. Er ist Anführer der Bluttempler von Hermandu. Du hast, ja, mit deiner Ritterkunde ist dir bewusst, dass es wohl sowas wie einen Ritterkodex gibt. Ja, da würde ich sie dir nachträglich noch erleichtern. Es ist durchaus angebracht, ja. Könnte man machen. Nun, ich falle auf die Knie. Eure Unheiligkeit? Was tust du hier? Wir haben einen Eindringling. Er ist mir gerade entwischt. Er hat sich hier an den Vorräten zu schaffen gemacht. Schneid ihm den Kopf ab. Sehr wohl. Und dann, das war ein Befehl. Bis in den Flur. Du rennst jetzt an ihm vorbei? Nein, wenn er sich auch in die Richtung bewegt, nicht. Dann okay, er bleibt stehen und wenn du dann die Treppe runter sprintest, an ihm vorbei, du riechst ihn. Er stinkt nach Blut und Eisen. Er stinkt nach Rost. Er stinkt nach Tod. Ich versuche das abzuschütteln so gut wie möglich. Renne in den Flur, werde dann merklich langsamer. Mit gezogenem Schwert in der Hand gehe ich heran. Schau links, schau rechts, gehe an das Treppenhaus, begutachte die Tür, gehe weiter, rufe. Wo bist du? Schrei vom Schuf. Kannst dich nicht verstecken, komm raus! An der Seite von Belharion konntest du am Gürtel glitzern sehen, ein schwarzes Schwert. Ist das tatsächlich Endurium, was er da hat? Und während du auf der Suche nach Ragnar bist, und ihn dann zu deiner Linken siehst, wie er dort Moment, Versteckprobe? Ja, siehst du mal. Schauen wir mal nach, Versteckprobe. Nein! Oder nicht. Okay, Sinnschärfe, Schwert um 3. Ich würfel einfach und wir gucken dann. Ja, nein! Aber jetzt schaffe ich's nicht, oder? Du siehst ihn in den Schatten, wie er offensichtlich dort kauert. Du hast nicht viel Zeit, aber das muss besser werden, wenn er jetzt bei Harry und Minnings Augen kommen will. Du bist zwar mit dem Rücken zu der Tür, aber du hörst ihn und du kannst ihn spüren. Die dunkle Aura, die wieder mit ihm mitschwappt und deine Herzen mit Verzweiflung füllt. Du siehst das, so schnell wie möglich. Du hast nur wenige Worte auf Attack, um ihn zu warnen, dass er sich jetzt umdisponieren muss oder dass er weiterlaufen muss.
Richtig. Ja. Ich gebe ihm zu verstehen, weiter in den Schatten. Alles klar. Gehe dann langsam weiter noch einige Schritte. Wende mich der Tür nach rechts zur, vielleicht eine Kaserne, vielleicht ein Schlafgemach. Vielleicht. Das, also wie hoch sind diese Tempeldinger, die zerstörten? Weil theoretisch würde ich mich gerne dahinter verstecken. Dahinter verstecken? Das sind so Holzbänke, die hier angebracht sind. Ach so. Steinbänke und die ein oder andere Schrein, eine oder andere Figur von einem Erzdämon. Kannst du nicht so genau sagen, was das ist, weil du dich mit Erzdämon nicht auskennst. Aber da wäre Platz, wenn du dich jetzt richtig dazwischen quetscht und dich, ja, du bist zum Glück eine Bohnenstange. Du bist so glücklich. Rodrigo könnte sich da niemals verstecken. Ja, seht ihr mal. Bohnenstange for the win. Also ich würde mich da auf jeden Fall reinquetschen. Und mich halt verstecken wollen, ja. Gut. Hast du ein Schwein? Wirf mal eine Sich-Verstecken-Probe in die Box. Was tut Yalan? Yalan geht noch einige Schritte weiter, vermeidet es, unter Aufbringung seiner gesamten Selbstbeherrschung nochmal zu Ragnar zu schauen. Geht noch einige Schritte, geht langsam zur Tür herüber, guckt da auch nochmal, drückt die Türklinke, macht sie auf, schaut herein, schließt sie wieder hinter sich. Außer da drin stehen es irgendwie 20 Bluthändler, die mich ermorden wollen. Nein, Moment. ein kleiner Gang, der dann wohl in einen noch weiteren Gang führt, aber wirklich viel kann man da nicht erkennen. Du kannst noch ein kleines Schild sehen, da geht es wohl zu den, muss gerade gucken. Zu den Bewohnerunterkunft steht dort drauf. Und auch Gästezimmer. Das ist so das, was du da erkennen kannst, aber du müsstest jetzt die Tür aufreißen, weiter hinein, die Treppe nach unten, damit du weiter sehen kannst. Du kannst ein bisschen Schnarchen vernehmen, was von da kommt. Aber ansonsten ist alles ruhig. Ich schließe die Tür wieder. Ich drehe mich um. Eisige Stimme von Belhari und der dich anstarrt. Fangen sich an. Du dreh siehst, mich zu mir rum. Wie seine Hand an dem Knauf der Endurium-Waffe liegt. Und der dich anstarrt, der sieht wohl ziemlich böse und sauer aus, unbeherrscht. Er überlegt wohl gerade, ob er dich selbst erschlägt und es selbst tut. Steht er vor mir oder steht er noch da, wo sein Tor oben ist? Da, wo er ist. Weil du stehst jetzt in diesem Gang und gehst umher, suchst nach diesem Einbrecher, wer auch immer das ist, und traust dich jetzt wohl irgendwie nicht von A nach B zu gehen oder. Kommt auf dich zu. Ich gehe weiter. Ja, sehr wohl, eure Unheiligkeit. Geh in den nächsten Gang. Schau nach links, schau nach rechts mit deutlich zügigerem Schritt. Öffne nochmal die nächste Tür mit sehr viel mehr Wucht. Ausgezeichnet, sehr viel mehr Wucht. Kannst die Tür fast eintreten und kannst dort sehen, wie da wohl mehrere Schießstarten sind. Weitere Getreidesäcke, diesmal allerdings ja nicht so sehr Korn, sondern irgendwas anderes an Produkten, an Erzeugnissen. Aber auch hier siehst du niemanden drin. Gehe rein, trete schnellen Schritts auf die Kornsäcke zu, stoße in jeden oder in einen oder zwei mein Schwert einmal herein. Du verschwindest auf alle Fälle und damit siehst du Belharion nicht. Belharion sieht dich nicht. Ihm ist es egal. Ragnar kann sehen, wie sich der Rücken dieser Kreatur ihm zuwendet und dann durch die Tür geht. Von da, als er die Tür gerade aufgemacht hat, kannst du weitere Stimmen hören, diesmal wohl von einem weiteren Templer. Und dadurch, dass die Tür noch offen ist, gerade geschlossen wird, kannst du hören, wie der andere wohl zu ihm, seiner Unheiligkeit, sagt, euer Blutbad ist bereit, ihr könnt eure Wunden heilen. Dann schließt Belharion mit einer energischen Wucht die Tür. Okay, also das heißt, er ist noch verwundet. Das ist eine wichtige Information. Die Tür ist klar. Also, ich sehe, höre ich dann, wie sich zwei Paar Schritte entfernen? Schritte entfernen sich. Aber ich kann nicht erkennen, ob es zwei Paar sind. Nein. Dann würde ich da kurz warten, so 2-3 Minuten. Also doch ein bisschen länger. Und wenn da nichts passiert, würde ich schnell zu Yalan schleichen. Yalan kommt gerade zurück in den Gang, sieht etwas überrascht, enttäuscht aus, dass Belharion wohl entwischt ist. Wenn man es so nennen will. Er ist verletzt. Er ist verletzt. Er will ein Blutbad nehmen, um seine Wunden zu heilen. Muss sein Gemach in der Nähe sein. Ja. Die Richtung, wie er deutet, da lang ist er verschwunden. Allerdings ist dort auch ein Bluttempler.
auf Attack. Ausschalten, Fragezeichen. Ja, wieso nicht? Na, gib dir den Daumen hoch. Lenk ihn ab, ich kümmere mich um ihn. Und dann warten wir erstmal eine Minute, in der Bellarion sich entfernen kann, bevor er gleich noch zurückkommt und uns mit heruntergelassenen Hosen erwischt. Also wir haben ja schon 2-3 Minuten gewartet. Reiten wir zumindest. Ja, wenn ihr wollt, kann die eine Minute vergehen. Während der Zeit überlegt ihr, wo kam er her? Muss er wohl eine ganze Zeit gewesen sein, weil nur war er nicht gut. Ja, was macht ihr mit den Getreidesäcken? Wollt ihr immer noch ein Feuer legen oder herumprobieren? Denn jetzt hätte doch, doch, lass das machen. Lass das machen, lass das machen. Ja, gut, lass das machen. Mach das. Ich werde. Ich könnte erstmal so einen halben Schritt abschneiden und dann das abfackeln lassen und gucken, wie lange das dauern würde. Pro Schritt Seil, den du legst, in Öl getränkt, hättest du eine Minute. Das brennt ein bisschen länger, bis dann das alles weggebrannt ist, und bei 30 Schritt, jetzt hast du noch 29, hättest du jetzt 29 Minuten Zeit. Ja, ich würde schon mal gerne an, wie viel Zeit wollen wir uns eingestehen. Ist nicht da. Oh ja, dann ist nicht da. Also ja, er kommt bestimmt rein. Irgendwann. Dauert, brauchst du vermutlich eine Weile so mit deiner. Ich würde mir 15 Schritte abschneiden. 15 Minuten Zeitfenster. Ja, warte, wie hoch ist die Mauer? Die Mauer hier? 5 Meter oder so. Okay, schneid 15 ab. Schneid 20 ab, wenn es sein muss. Vibon wird es nicht freuen, aber der kann nicht mal. Gut. Dann schneid ich 20 ab. Ach du Scheiße, wir sind so am Arsch. Also hier haben wir jetzt einen Countdown von 20 Minuten. Die Zeit läuft. Dam, 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 dam. Dann geht es durch diese Tür. Wagner, leg dir. Nein, du sollst, hättest du die Hände zusammengebunden, wenn du mit mir gehst. Nein, 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 wir gehen nicht zusammen. Gehen nicht zusammen, gut. Ich gehe rein, trete durch die Tür, wende mich nach rechts, gehe den Gang entlang. Immer noch das Schwert gezogen.